Ein Notfall, sehr dringend. Was ist denn los? Ein Insasse aus dem Zentralgefängnis, Mr. Milligan. Oh nein. Das Opfer eines brutalen Angriffs von Mitgefangenen, nehme ich an. Nein, Doktor, er hat seine Pritsche verschluckt. Ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Nummer 51823. Inmate Milligan. Seine Pritsche? Nicht die ganze Pritsche natürlich. Nur genug Draht und so ein Zeugs, um dadurch krank zu werden. Ist er verrückt oder sowas? Nein, Sir, das Stöhnen wird durch den Schmerz verursacht. Klare Sache. Aber warum verschluckte er seine Pritsche? Gefangene sorgen oft dafür, dass sie krank werden, damit sie aus dem Gefängnis rauskommen. Es scheint, dass Mr. Milligan lieber Weihnachten im Krankenhaus feiert als im Gefängnis. Das ist doch richtig, Mr. Milligan. Scheint nicht so schlimm zu sein. Die Röntgenaufnahme entscheidet, ob eine Operation nötig ist. Kommt schon in Ordnung. Mein Magen verträgt einiges. Vergessen Sie das Röntgen. Jeder Doktor, der eine Röntgenaufnahme vergisst, begeht eine kriminelle Unterlassung. Ich habe gehört, ich wäre hier in hochklassiger Gesellschaft. Wie meinen Sie das? Nun, es geht das Gerücht, dass hier der Präsident der Vereinigten Staaten liegt. Gerüchte und Hospitäler sind untrennbar, Mr. Milligan. Eine bekannte Tatsache. Aber angenommen, es wäre der Präsident. Oh, wo würde er liegen? Wahrscheinlich im Tresor unseres Direktors. Nun ruhen Sie sich aus, bevor wir Sie röntgen. Dr. Livingston, ans Telefon bitte. Ein Mr. Stanley möchte Sie sprechen. Dr. Faust, Dr. Heinrich Faust in die Notaufnahme bitte. Ein gewisser Mr. Stoffelis wurde eingeliefert und will Sie dringend sprechen. Danke. Zeit zum Röntgen, Mr. Milligan. Aufstehen. Lass mich allein. Hau ab! Nun komm, Mr. Milligan. Bist doch ein netter Krimineller. Geh auf, Milligan! Ich werd schon mit ihm fertig. Hör zu, du dreckige Wanze! Wenn du nicht binnen 3 Sekunden aus deiner verdammten Niefkuhle kommst, dann messe ich deine Temperatur in deinem... Schon gut, bleiben Sie auf dem Teppich. Umdrehen. Ich stehe ja schon auf. Her damit. Ich habe gehört, Sie wären ganz sanft. Nicht mit solchen Typen. Sie mögen meine Blutgruppe nicht. Ich habe Rhesus negativ. Halten Sie Ihren Mund, Milligan. Ich hasse solch miese Verbrecher wie Sie. Ganz besonders wegen Tante Helen. Wieso? Warum? Weil Sie sie geschubst haben. Und nun schubse ich. Folgen Sie mir, Sie Handtaschendieb. Ab mit Ihnen, Milligan. Nein, nicht schubsen. Wie lange dauert diese verdammte Röntgenaufnahme? Hinlegen, verdammt. Verstanden? Ich werde Ihnen sagen, wenn es soweit ist. Und halten Sie Ihre Klappe, sonst klebe ich ein Pflaster drauf. Schon gut. Schon gut. Schwester. Ich begreife, dass Sie mich hassen. Aber ich bin auf der falschen Seite des Zauns geboren. Wenn man sich die Zähne am falschen Knochen ausbeißt. Wenn man immer auf der Verliererseite steht, dann verheilen die Narben niemals wieder. Ich war schon alt, als ich 10 war. Aber das können Sie ja nicht verstehen. Von einer Anstalt in die andere. Und dann 5 Jahre absitzen in dieser Stein- und Eisenhölle. Sie verstehen? Im Knast. Sie könnten neu anfangen, den geraden Weg einschlagen. Nein. Hab nichts gelernt. Kein Geld, kein Job in Sicht. Und meine Akte ist so dick wie Simmels Gesamtwerk. Ich hatte keine Chance. Ich habe nicht mehr Hoffnung als ein Lamm beim Schlachter. Jetzt bin ich wieder im Knast für 20 Jahre. Es ist Ihre Schuld. Sie haben es nicht versucht. Sie haben recht. Ich versuche nicht, mich zu entschuldigen. Du hast die Geschichte mit deinem verkrüppelten Hund ausgelassen. Hör auf. Ihr Hund ist ein Krüppel. Dr. Markus, ans Telefon bitte. Sie werden dringend um Rat gebeten. Hat jemand Dr. King gesehen? Leider nein. Aber Sie brauchen sich deswegen nicht schuldig zu fühlen. Sind Sie Psychiater? Ja. Setzen Sie sich bitte eine Minute. Ich, Dr. King hat gesagt, dass sie zum Präsidenten wollte auf Zimmer, war es 41? Ich dachte, es ist 29. 29, ja, das ist es. Danke.
Schön entspannen. Ganz ruhig entspannen Sie sich. Versuchen Sie zu träumen. So ist es gut. Bis später. Gewusst wie. Ich berichtige, nicht Dr. Markus, sondern Dr. Mabuse wird ans Telefon... Dr. No, Sie werden dringend auf Zimmer 007 verlangen. Kein unbefugtes Personal auf diesem Flur, Mann. Ich bin Arzt. Hier wimmelt es von verdammten Ärzten. Bin ich Anlageberater? Warum sind Sie im Pyjama? Ich habe Nachtdienst. Oh. Gehen Sie zur Seite, der Präsident wartet. Nicht auf Sie, Kumpel. Verlassen Sie den Flur. Dafür verlieren Sie Ihren Job. Verpiss dich, Mann. Manetti? Karpov? Zurück! Keiner bewegt sich. Oder sie hat ein Loch im Schädel. Wir kommen zu spät. Vicky, nehmen Sie mich als Geisel. Ha. Öffnen Sie sofort die Tür. Zum Teufel mit dir. Öffnet die Tür. Wir haben keine andere Wahl. Ihr Ratten. Mein Name ist Katz. Sind Sie es, Katz? Schnauze. Dann wird niemand verletzt. Oh. Katz, Sie sind es. Ich bin am Verhungern. Katz, warum sind Sie im Pyjama? Wer sind Sie? Oh, würden Sie mir bitte einen Big Mac bestellen? Ich will mit einem Flugzeug hier raus. Und zwar in ein Land in Afrika, wohin Sie alle wollen, aber... Genau. Libyen und, eine Kanone. Geld? Oh, ja, das auch. Ich weiß nicht, womit bezahlen Sie in Libyen? Kennt irgendjemand die Währungseinheit von Libyen? Niemand nimmt mir irgendeinen meiner Präsidenten mit nach Libyen. Keine Ahnung, wo das ist. Oh, ja, und drei Hamburgers? Ich will mit ihm reden. Ich könnte mit ihm reden, Dr. Abel. Halten Sie sich da raus, Karbolmaus. Es ist scheißegal, wer Sie sind. Drei Hamburgers und ohne Zwiebeln. Ich muss persönlich mit Ihnen reden. Zwiebeln keine. Ohne Zwiebeln, ist gut. Und nun zum Geld. Es sind richtige Moneten? Dachten Sie etwa, es sind Murmeln? Öffnen Sie endlich die Tür. In Ordnung. Aber kommen Sie allein. Alles Geld der Welt bringt Sie hier nicht wieder raus. Nichts und niemand bringt mich zurück in diese Hölle, in diesen Knast. Legen Sie die Spritze aus der Hand. Und ich lege ein gutes Wort für Sie ein. Seien Sie ein guter Junge. Stehen bleiben. Noch einen Schritt und der Präsident hat Sie im Genick. Schon gut. Ich wollte Sie nur informieren. Die Währung in Libyen sind Dinars. Dinars? Essen als Geld? Er hat auch Hunger. Nein. D-I-N-A-R-S. Und nun schön entspannen. Wir sind alle hier, um Ihnen zu helfen. Sie werden so müde. Sie werden sehr, sehr müde. Das war ja ein netter Versuch, aber Sie bringen mich nicht zurück. Ich war im Knast mein Leben lang. Jetzt will ich meine Freiheit. Und ich will drei Hamburgers. Bitte, lassen Sie mich mit ihm reden. Stehen bleiben. Ich flehe Sie an. Er braucht eine Chance, um aus dieser Hölle rauszukommen, die er Knast nennt. Haben Sie auch solchen Kohldampf? Sie sollten sich mal seine Geschichte anhören. Wenn nur die Menschen sich die Mühe geben würden, ihm zuzuhören, ihm die Hand zu reichen. Mr. President, bitte, wenn er jetzt die Spritze fallen lässt, vergessen Sie diesen Abend. Geben Sie ihm eine Chance in unserer Welt. Wenn er jetzt die Straße runtergeht und mir einen Big Mac mitbringt, werden meine Leute die Sache überprüfen. Aber keine Versprechung. Der Präsident meinte, ich werde bald begnadigt. Was werden Sie tun? Nachdem ich Sie getroffen habe, habe ich nur einen Wunsch. Ich werde Schwester. Sehr empfehlenswert, eine männliche Schwester. Na und?
Auch ein Mann hat Gefühle. In vielen Variationen.